Hallo Klaus. Hallo Tanja. Du bist ja Künstler der Ruhrstadtgalerien und bist hier bei uns im Kreativquartier im Atelier. Und ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können. Sehr gerne. Was mich jetzt mal interessiert am Anfang, was hast du eigentlich gemacht, bevor du Künstler geworden bist? Das ist eine interessante Frage. Ich bin in einem familiären künstlerischen Umfeld aufgewachsen. Und Musik, Kunst, bildende Kunst hat immer eine sehr große Rolle gespielt. Und eigentlich kann ich mich noch an Bilder aus dem Kindergarten erinnern. Also da musst du schon irgendwann angefangen haben. Also warst du schon wahrscheinlich Künstler als Solo? Wahrscheinlich ist mir die Liebe gegeben worden. Was würdest du sagen, welche Künstler oder welche Kunstbewegungen haben dich auf deinem Weg geprägt? Ja, das sind natürlich immer etliche, aber geprägt fühle ich wirklich zur Zeit des Studiums, 80er Jahre, war der Surrealismus natürlich stark. Jeder meiner Kollegen war beeindruckt von Dalis Bildern. Spricht man Dali jetzt als führenden Mann des Surrealismus an? Das war sehr prägend. Was man auch heute natürlich noch sieht, die Gegenständler hauptsächlich, das ist natürlich prägend. Was würdest du sagen? Woher kommen deine Ideen? Woher nimmst du deine Inspiration? Wie schaffst du es immer wieder aufzuteilen? Inspiration, ja, das sind so Dinge, ich sag's mal andersrum, wenn mir mal nichts einfällt, dann setze ich mich ins Auto, fahre rum und innerhalb kürzester Zeit kommen ja 1000 Bilder entgegen. Da ich ein sehr visueller Mensch bin, reicht das sehr oft und dann ist der Tag voll. Also, ich würde es unheimlich, quasi irgendwie uns beobachten. Absolut, Menschen zu beobachten. Gerade in der heutigen Zeit ist es doch sehr interessant, wie Menschen sich verhalten, wir verändern uns und da denkt man, wenn man einfach nur gut beobachtet, sehr vieles wahr. Und das versuche ich auch mit den Bildern auszudrücken. Wenn man sich deine Bilder anschaut, in vielen Arbeiten erscheinen immer wieder diese kartoffelähnlichen Figuren. Ja. Woher kommt diese Idee und was soll das bei uns auslösen, wenn wir uns das anschauen? Ja, das hat vor etwa 10 Jahren angefangen. Ich habe mir immer den Samstag freigehalten. Innerlich der Brücken, habe mich einfach nur hingesetzt und wollte mal ganz entrückt von der Welt sein. Hatte aber einen Auftrag zu einem Akt und habe einfach nur schon mal etwas vorskizziert. Und dann bin ich kurz essen gegangen, kam wieder und dachte mir, was ist der Kartoffel? Pünktchen rein, auf einmal entstand die Kartoffel und die Zeichnung habe ich fertig gemacht. Und es entstand ein Bild daraus. Das ist unglaublich, es ist eine Ausdrucksweise durch den Zufall geboren. Ich fand es spannend, das war einfach Humor. Aber doch schon mit ernsthaftem Hintergrund. Ja. Das ist fast wie eine gemalte Satire. Okay, aber es ist keine Karikatur des Menschen. Das Nein, nicht unbedingt, für mich nicht. Ja. Für mich ist es keine Karikatur. Das wäre natürlich rein formal, könnte man sagen, damit hat es angefangen. Aber ich sehe irgendwie was anderes darin und die anderen Menschen auch. Ja. Jetzt besitzt du ja hier ein Atelier auf dem Kreativquartier hier in Dorsten. Das ist eine alte Zeche. Ja. Wie bist du eigentlich hierher gekommen und wie fühlt sich das an, wenn man hier arbeitet? Ja, mich hat es privat hinverschlagen. Habe dann auch ein Atelier hier besucht, was allerdings nicht so einfach war. Habe mein Atelier in Hagen immer noch weiter behalten. Ich komme also ursprünglich aus Hagen. War 5 Jahre auch in Europa unterwegs. War mit Malschülern auf Reisen. Habe in Südfrankreich gearbeitet. Und naja, wie gesagt, privat mich nach hier oben verändert. Und der Zeche, mir gerade recht und wir waren vor einiger Zeit schon im Gespräch. Naja, dann bin ich hier gelandet, fühle mich recht wohl, habe mit meinem Freund Norbert, so darf ich das mal sagen, inzwischen ein sehr gutes Verhältnis, macht sehr viel Spaß und fühle mich recht wohl. Also, du musst schon sagen, Künstler arbeiten, die zusammen sind Freunde geworden. Absolut. Wenn Künstler sich finden, dann spricht man eine eigene Sprache. Ja. Und ja, es macht dann Spaß. Toll. Was hast du für Pläne für die Zukunft? Wo soll es hingehen? Wenn man das mal so genau wüsste, ich weiß, was weiß man schon, was weiß man nicht. Wie die Zukunft aussieht, weiß keiner von uns. Ich weiß nur, dass ich ewig malen werde. Ich weiß auch nicht, wie lange das mit den Kartoffeln dauert. Hoffentlich noch lange, aber das ist halt das Spannende. Ich bin gespannt, wie es bei uns hier weitergeht. Wir sind ja hier gerade auch im Aufbau. Aber es ist dieses ein kreativer Prozess. Ich bin gespannt, mal schauen. Ja, danke Klaus für das Interview. Herzlich gerne. Und jetzt hätte ich eigentlich Lust, nochmal auf deine Kartoffeln zu schauen. Hast du Lust? Ja, komm. Ja? Okay. Ja, Tanja, wir sind jetzt hier in der Traumfängergalerie und hier habe ich einige Werke ausgestellt, unter anderem die Kartoffeln. Das ist
Das ist ja sehr, sehr interessant aus. In welcher Situation befindet sich jetzt diese Kartoffel hier? Ja, du meinst jetzt hier inhaltlich oder hier in der Traumfängergalerie? Inhaltlich. Inhaltlich, ja. Was kann man denn erkennen, würde man jetzt sagen? Also, kannst du was erkennen? Ja, also ich würde sagen, die Kartoffel befindet sich vor einem Haufen oder schüttet einen Haufen von Medikamentenverpackungen auf. Richtig. Ja. Das sind die Erlebnisse, die ich mit meiner Kartoffelkunst in Anführungsstrichen eigentlich ausdrücken will. Es hat sich einfach ergeben, dass ich mal im Fernsehen gezappt habe und das des Öfteren habe mir immer die Werbeplakate gesehen und habe gesehen, dass der Pharmabereich doch eine entscheidende Rolle spielt. Und irgendwann wollte ich das nicht mehr sehen. Hätte ich am liebsten den Fernseher gepackt, gerüttelt und gesagt, es muss doch noch was anderes geben. Ja, das kann ich gut verstehen. Sag mal, Klaus, jetzt hängen deine Sachen hier beim Norbertin in der Galerie der Traumfänger. Wo hast du bisher eigentlich ausgestellt? Ich war schon ziemlich weit rumgekommen. Mhm. Ich habe also auch in Nizza ausgestellt, in Brüssel. Das ist schon einiges, ja, ich mache es auch schon ein paar Jahre. Ja. Und hast du Pläne, also mit deiner Ausstellung? Ja, das wird gerade interessant, weil gerade die Kartoffelbilder werden also jetzt auf Welttournee gehen, das darf ich mal so sagen, werden also Ende des Jahres in China, dann in den USA gezeigt werden und da freue ich mich drauf. Kartoffel erobert quasi die Welt. Ja, und ist offen. Okay, danke Klaus. Ja, dann würde ich sagen, du gehst wieder zurück an die Malerei. Gerne. Und ja, wir sehen uns ja bestimmt auf dem Gelände. Alles klar.